Herzlich willkommen zurück zu Life Goes On. Und ich habe eine sehr gute Nachricht. Ich habe gerade noch mal gecheckt, die Aufnahme funktioniert so, wie sie soll. Das heißt, diese Folge wird wohl genauso auf YouTube erscheinen, hoffentlich. Das hier wundert mich gerade ein bisschen, weil es ist ja eigentlich so der Klassiker, ne? So, ganz vom Anfang. Diese Stahlgrube. Hey, da kann ich nicht herunter. Ich will doch sterben. Ich will doch so viele wie möglich hier ins Verderben. Sterben und Verderben reimt sich. Ist das Zufall? Ich glaube ja nicht. Denn jetzt kann ich gemütlich auf den Köpfen und Schultern und Bäuchen und Rücken meiner Kameraden hier rüberlaufen. Sehr schön, so muss das sein. Das hier ist neu. Das ist so eine Art Checkpoint. Okay, und wenn ich sterbe, dann geht das wieder zurück. Interessant. Gut, also ich muss jetzt hier, so während der aktiv ist, ohne zu sterben, wieder zurückkommen. Und dann kann ich zum Ziel. Und zum Monster da oben. Aber ich muss ja mindestens auch noch einmal sterben, so wie es aussieht. Damit ich hier natürlich den Block bekomme. Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Monster da oben von Feuer eingesperrt ist. Und da möchte ich ja natürlich hin, ne? Moment, warum ist es von Feuer eingesperrt? Weil das grüne Teil hier aktiv ist. Das heißt, was ich machen muss, ist den hier. Ja, sehr gut. Hab's und tot. Uah! Schon wieder diese Soundprobleme. Die hatte ich gestern bei der Aufnahme auch. Und die gehen erstaunlicherweise weg, wenn ich kurz ins Menü gehe. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe keine Ahnung, warum die dann weggehen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe die Aufnahmeoptionen nochmal verändert. Ich nehme jetzt nur noch in 40 Frames pro Sekunde auf, statt 60. Ich dachte, das liegt vielleicht daran. Ich habe alles im Hintergrund ausgemacht. Aber nö. Es passiert trotzdem noch. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ist ja auch egal. Es funktioniert ja. Ich kann Ritter töten. Und das ist ja die Hauptsache. So, Kyla Fouch. Du darfst mal... Ja, da würde ich jetzt gerne durch, ne? Das Problem ist nur, wenn ich sterbe, bin ich halt nicht mehr hier und dieses Feuer ist wieder an. Aber ich kann natürlich da hoch und diesen Checkpoint anmachen und dieses Wägelchen darüber schieben, ne? Das müsste doch gehen. Problem ist jetzt nur, ich komme nicht hoch, um den rüber zu schieben. Na okay, tue ich doch. Ey, Monster! Ey, Monster! Moment. Moment. Wie hat das funktioniert? Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, ich verstehe es. Ja, genau so. Okay. Ich muss den oberen Checkpoint anlassen. Dann warten, bis das Ding vollkommen hochgefahren ist. Und dann kann ich mich fressen lassen. Yeah. Mahlzeit in Progress. 900 von 1000 Toten. Ich bin, ehrlich gesagt, sehr gespannt, was passiert, wenn ich bei 1000 bin. Was passiert, wenn ich 1000-mal gestorben bin? Ich weiß es nicht. Kann ich da nicht hoch und rüber? Na, das wäre zu einfach. Nun denn, also muss ich quasi wieder herunter. Ich hoffe, das war jetzt nicht wild. Nee, war es nicht. Okay, ich kann da hoch. Einmal sterben und dann... Ist da hinten noch was? Warte mal, da hinten ist da noch was. Ne? Ist hier nichts mehr? Ne, da ist nichts mehr. Okay. Gut, dann bis in den nächsten Level. So. Auf zum nächsten Level. Eine Vexing Connection. Da oben kommen wir jetzt her. Okay, was? Hui, das sieht komplex aus. Was haben wir hier? Da kann ich das Teil da oben verfahren. Okay. Und das hier macht ein Kraftfeld an. Dieses Kraftfeld reicht nicht bis hier runter. Ach so, ja, natürlich. Ich muss das Grüne da aktivieren, damit das Feuer hier ausgeht. Und damit das Grüne ausgeht, muss ich hier oben dieses da über mir, diesen Stromkreis schließen. Aber ich komme doch hier nicht rüber. Ja gut, ich kann natürlich fallen lassen, wieder rüberfahren, wieder hochnehmen, wieder rüberfahren und wieder fallen lassen. Dann habe ich ja halt das Problem, dass da oben Feuer... Nö, das ist ja kein Problem. Dann komme ich halt nicht zum Monster, was soll's. Gut. Ach so, und hier unten brauche ich auch nochmal eine Leiche.
Ja. Ich könnte jetzt natürlich sterben. Ne? Ich könnte jetzt... Ich probiere das mal. Wenn ich sterbe, dann müsste ich halt da hoch und... Soundprobleme. Geht weg. Dankeschön. Was habe ich da jetzt versaut? Warum hat das nicht geklappt? Was ist das Problem hier? Was ist das Problem? Das Problem ist, das reicht einfach nicht zeitlich. Ich brauche hier unten eine Leiche. Nur wo kriege ich die her? Ach so, ja klar. Ich habe doch schon eine. Komm mal rüber. Dann jetzt ist ja das Feuer auch wieder aus. Und solange ich nicht sterbe, bin ich ja verbunden mit dem grünen Teil. Ist ja egal, ob hier das offen ist oder nicht. Nur, wie komme ich jetzt da hoch zu dem Monster? Egal. Erstmal Level beenden. Das ist wichtiger. Dieses Fressen lassen ist zwar nett, aber... Wenn es zu viel Zeit dauert, wenn es zu viel Zeit braucht, dann spare ich mir das auch gerne. So, ich würde gerne hier durch. Ich habe 3 Leitungen. Ich habe 3 Feuer. Okay. Ich schätze mal, so wie das hier aussieht, wie das verbunden ist, wird das hier das letzte Feuer beenden. Genau. Hier komme ich halt leider nicht rüber. Außer ich mache den hier. Das aktiviert mir hier oben ein Feuer. Das ist nicht so gut. Deaktiviert hier das erste. Das heißt, hier habe ich jetzt nur noch 1. Aber da komme ich natürlich immer noch nicht durch. Von daher muss ich hier wahrscheinlich erstmal weitergehen. Und da das Teil hier oben auch nochmal Feuer anmacht, muss ich halt hier erstmal rum. Okay, erstmal speichern. Was tue ich hier? Ich möchte einmal hier hochkommen. Dankeschön. Die dummen, die dummen. Ah, mit Hilfe dieses Blockes. Ah, ich wollte sagen, mit Hilfe des Blocks komme ich dann da rein. Nee, tue ich nicht. Stimmt gar nicht. Was für eine schöne Kombination. Der hat so kurz gelebt, sein Name wurde nicht mal durchgestrichen unten auf der Rolle. Auf der Namensrolle. Ich zeig das gerade nochmal. Nee, tue ich nicht. Nee, tue ich nicht. Na komm. Na komm schon. Ja? Okay. Keine Ahnung. Der Name wurde gerade halb durchgestrichen. Keine Ahnung, wie das genau passiert ist. Ich fand's lustig. So. Ich möchte bitte einmal das hier. Ah, und wenn ich alle 3 anhab, dann komme ich da hoch zum Monster. Das ist natürlich interessant, nur... Wie komme ich dann da hoch? Brauche ich dafür... Ich glaube, dafür brauche ich noch so einen. Das kriege ich sehr. So, einmal rüber mit dir. So, 1 bleibt hier oben. Das andere darf hinunter. Nein. Na? Komm schon, ich habe dich gerade angeschoben, indem ich von oben drauf gelaufen bin. So, ich möchte hier hoch. Genau, das funktioniert auch großartig. So, das funktioniert. Und jetzt brauche ich natürlich als letztes noch diesen Checkpoint. Und jetzt kann ich auch zum Monster hoch, ne? So wie das aussieht. Indem ich das hier tue. Dieses Blocks kann ich dann... Hep! Ui, aber gerade so. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass ich hier echt nochmal einen Block brauche, um rüber zu hüpfen. Das wäre ärgerlich gewesen. Aber nö. Alles gut. Alles gut. So, das habe ich. Das habe ich. Und das da unten ist mir gerade egal. Ich habe hier ja immer noch einen Block. Der wird mir ja wohl hoffentlich... Yikes! Ne, tut er nicht. Ne, der reicht mir nicht. Ich hab's verkackt. So, was tut weh? In der Seele. Nun gut, ich hab das mal... Ach so, ja, natürlich. Ich vergaß. Ich muss zunächst mal hier oben. So, jetzt aber. Komm, komm schon. Komm, das machen wir im Schnelldurchgang. Yep, yep, yep. Ja, okay, tut mir nicht. Meine Güte! Aber ich... Ah, ich kann direkt hier oben... Das ist natürlich schön. Das hatte ich nicht bedacht, dass ich direkt da oben spawnen kann.
So. Mach ich mir gerade zu. Warte, ich mache mir das gerade viel zu kompliziert, oder? Oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Ich kann doch. Kann ich nicht von da oben wieder hier runter? Na, nee, das geht nicht. Ach je, ach je, ach je. Was mache ich denn hier für einen Unsinn? So, gib mir mal. Ich glaube, ich tue mal zwei Blöcke runter. Dann klappt es vielleicht. Oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich, ich tue drei Blöcke runter. Na klar. Damit das besser funktioniert. So. Jetzt aber. Alter! Was ist hier los? Ich habe das doch gerade hingekriegt beim ersten oder beim zweiten Mal und jetzt die ganze Zeit nicht mehr. Was zur Hölle? Gib mal her. So. Runter. Und jetzt ganz langsam rüberschieben. So. Ja, siehst du, funktioniert doch. War doch jetzt nicht so schwer. Ich bin gespannt, wie sehr ich hier gestorben bin, wie oft. Ach herrje, war das ein Krampf. Und ich frage mich gerade, wenn ich hier genügend Blöcke reinschiebe, dann kann ich die ja nicht mehr hier rausziehen, ne? Und dann kann ich jetzt das Level gar nicht mehr schaffen. Aber das möchte ich jetzt nicht tun. Das hat jetzt schon viel zu lang und schon lang genug vor allem gedauert. Oh Mann, was für ein Krampf. Immerhin bin ich 28 Mal gestorben. Das gibt einen schönen Haufen, der leider wieder verdeckt ist, weil ich zu schnell auf die Tasten gehämmert habe. Und ich habe 5,5 Minuten gebraucht für den Level. Ach ja, was ein schönes Level. Nun denn, ich würde mal sagen, das reicht wieder von der Zeit her. Ich muss ja immer noch ein paar Folgen zusammenkriegen hier bis Ostern, weil ich über Ostern nicht aufnehmen werde. Und jetzt dürfte auch schon, lass mal überlegen, Freitag sein. Freitag oder Samstag? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann wieder Sonntag oder Montag. Bis dahin.